Also ich bin der Kurt und ich komme aus der Schweiz, der Nähe von Zürich, Oberland, Zürich-Oberland. Und Wooden Surfboards, oder? Wieso eben aus Holz, ist eigentlich der Ursprung bei mir, ist vielleicht 20 Jahre zurück, als ich in Florida einen Kollegen besucht habe, wo ich früher gereist bin. Und dann habe ich dort in einem Shop in Melbourne, habe ich gesehen, so in einem Longboard-Shop, hat es eben so Longboards gehabt mit, aus Holz, unglaubliche also Kunstwerke. Also eigentlich das Gefühl, man kann nicht ins Wasser mit dem. Es ist so unglaublich schön gemacht. Und das hat mich irgendwie inspiriert, weil ich selber mit Holz arbeite. Und es ist einfach komplett etwas anderes. Mit der Shape. Und es gibt so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten auch mit dem Holz. Ich brauche eigentlich das Holz, das ich ist aus einheimisches Holz. Es ist vielleicht ein bisschen mehr, es ist ein bisschen schwerer als Bologna oder eben, wo man normalerweise Surfboard macht. Mhm. Aber ich finde, es ist eine gute Sache, wenn es von der Gegend kommt, also local ist. Und auch zum Beispiel, ich tue auch nicht mit Epoxy, ich tue es ölen. Und das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt, weil es funktioniert auch, habe ich jetzt festgestellt. Und ja, für die Zukunft, ich sehe sie ziemlich gut. Die Zukunft ist eine gute Sache. Ich finde, es ist Zeit, dass man das ausholt. Also eben mehr die Leute, ich denke, die Leute, wenn sie das sehen, da sind ja alle fasziniert davon und finden ja, das super und so. Aber ich denke, es fehlt noch ein bisschen, man muss es mehr promoten. Also es ist noch in einem kleinen Stadium. Weil es ist auch nicht billig. Es braucht viel Zeit, um so etwas zu machen. Und es ist nicht eine Industrie. Und weil es ist alles handgemacht, es geht lang. Und darum ist es schwierig. Also, da wirklich ein Business machen. Aber ich mache es jetzt einfach vor allem, weil ich Freude daran habe. Und vielleicht in der Zukunft kann ich noch Bretter machen, was eigentlich mein Ziel wäre. Das wäre eigentlich eine coole Sache, ja. Und mein Ding ist auch, ich bin... der Brand von mir ist Kuba Surfboards. That's it. Cool, perfect. Thanks, man.